Gortana, haben wir sie abgehängt? Ich glaube, wir beide kennen die Antwort. Das war ein blinder Sprung. Und Sie sind... vor uns angekommen? Ihre Schiffe waren schon immer schneller. Sie konnten uns auch gut verfolgen. Bei Lichtgeschwindigkeit kann ich kaum manövrieren. Für uns ein Blindflug. Bis wir abgebremst haben. Wir haben ein riesiges Loch im Subraum hinterlassen. Sie haben auf der anderen Planetenseite gewartet. Wie sieht es also aus? Unsere Jäger räuchern gerade ihren letzten Spähposten aus. Nichts Ernstes. Aber ich habe Signaturen mehrerer CCS-Kampfgruppen aufgefangen. Gehen Sie von 3 Großschiffen pro Gruppe aus. In 90 Sekunden sind Sie hier. Tja, na dann. Geben Sie Gefechtsalarm Alpha aus. Alle Mann auf Ihre Stationen. Alle, Sir? Alle. Und Cortana? Hm? Empfangen wir Sie recht herzlich. Habe schon angefangen. Achtung, alle Kampftruppen. Begeben Sie sich auf Ihre Stationen. Fünfter Zug, Schleusen auf Deck 11 sichern. Zug 14 schließt sich an Shot Charlie der 22. Taktischen an. Ihr habt die Dame gehört. Bewegt euch, und zwar plötzlich. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, dies ist keine Übung. Männer, halten Sie die Augen auf und den Finger am Abzug. Dann kommen wir heil nach Hause. Hab ich recht, Marines? Sir! Ja, Sir! Klar hab ich recht. Und jetzt raus! Ausführung! Achtung an alle! Wir greifen den Feind an. Externer und interner Kontakt steht bevor. Alle Green Horns, die ihr jetzt vom Nahen sehen wollt, heute ist euer Glückstag! Wow! Gut. Tauen wir ihn auf. Schalte untergeordnete Systeme online. Breche die Hülle in 30 Sekunden. Fertig! Bolzen in 5 Sekunden! Alle Systeme zeigen grün. Zyklus abgeschlossen.
Entschuldigung für das schnelle Auftauen, Master Chief. Es ist gerade etwas hektisch. Die Desorientierung sollte schnell vergehen. Schön, dass Sie wieder da sind, Sir. Wir haben Sie sofort kampfbereit. Chief, bitte sehen Sie sich ein wenig um. Ich brauche eine Kalibrierung für Ihren Kampfanzug. Gut, danke, Sir. Ich schalte Ihre Zustandsmonitore online, Sir. Lebenszeichen sind normal, kein Frostbrand. Okay, Sir, Sie können aus der Röhre kommen. Feuerteams, begeben Sie sich zu Verteidigungsstellungen Alpha bis Sierra. Sensoren zeigen ein Enterschiff der Allianz. Bereithalten zur Abwehr von Eindringlingen. Okay, bringen Sie seine Schilder online. Okay, Schilde werden als vollständig geladen angezeigt. Entladen, Sir, um die automatische Aufladung zu testen. Aufladung normal. Alle Anzeigen auf grün. Vulkan Kryo 2, hier Captain Keyes. Schicken Sie den Master Chief sofort hier rauf. Captain, dann müssen wir die Waffendiagnose übergehen und... Ausführung, Kryo 2. Aye, aye, Sir. Der Skipper wirkt nervös, also los. Um die Waffen kümmern wir uns später. Okay, ich lasse die Selbstdiagnose weiterlaufen. Gute Idee. Und jetzt ab zu Ihrer Eva-Gruppe, Sam. Alles klar, ich muss nur noch den Computer resetten, dann bin ich verschwunden. Oh Gott, Sie versuchen durch die Tür zu kommen. Sicherheit! Eindringlinge in Kryo 2! Bitte nicht! Sam! Sam! Los, wir müssen Alarm raus hier! An alle! Enter-Truppen auf den Backbord Decks 4, 7 und 12. Baker-Team angreifen. Die Sprengtür. Los! Los! Chief, Cortana sagt, Sie sollen auf die Brücke kommen und zwar schnell. Mist! Dort ist es! Der Captain braucht Sie dringend auf der Brücke. Folgen Sie mir! Achtung, Allianz-Truppen auf Backbord 6, 3 und 9. Alpha-Team, feindliche Truppen angreifen. Auf geht's, Chief! Schön, Sie zu sehen, Master Chief. Es sieht nicht gut aus. Cortana hat alles gegeben, wir hatten keine echte Chance. Ein Dutzend überlegene Kampfschiffe gegen nur einen Halcyon-Kreuzer. Unter den Umständen reichen drei? Okay, vier Treffer. Gut geschlafen? Nicht durch Ihre Fahrweise. Haben Sie mich vermisst? Bericht! Es muss eines der Enterkommandos gewesen sein. Schätze Antimaterieladung. Ma'am, Feuerleitsystem der Hauptkanone ist offline. Captain, die Kanone war meine letzte Angriffsoption. Na gut, neuer Befehl, Call-Protokoll Artikel 2. Wir verlassen die Orten. Das gilt auch für Sie, Cortana. Und Sie? Gehen Sie mit dem Schiff runter? Sozusagen. Das Objekt, das wir fanden. Ich versuche drauf zu landen. Mit Verlaub, Sir. Es gibt schon zu viele tote Helden. Ihre Sorge ist rührend, Cortana, aber ich kann nicht anders. Das Protokoll ist klar. Vernichtung oder Gefangennahme einer künstlichen Intelligenz ist inakzeptabel. Also verlassen Sie das Schiff. Erfassen Sie einige Notfall-LZs, laden Sie sie in mein Neuralnetz und machen Sie sich auf einen rauen Transfer gefasst. Aye, aye, Sir. Hier kommen Sie ins Spiel, Chief.
Bringen Sie Cortana vom Schiff. Schützen Sie sie vorm Feind. Wenn Sie sie kriegen, haben Sie alles. Einsatz der Streitkräfte, Waffenforschung. Die Erde. Ich verstehe. Die Autumn wird Ausweichmanöver durchführen, bis sie die Landung einleiten. Es wird sie nicht kümmern, aber ich rate dazu, dass meine Routinen den Endanflug steuern. Gute Arbeit, Cortana. Danke. Sind Sie bereit? Nur zu. Viel Glück, Master Chief. Ihre Architektur und die der Autumn ähneln sich sehr. Kommen Sie bloß nicht auf komische Ideen. Ist nicht geladen, mein Sohn. Munition musst du dir unterwegs suchen. Tun Sie Ihr Bestes. Hey! Ich spüre es. Alles in Ordnung? Oh, ich bin! Das war gut. Wo ist deine Stimme, Junge? Siehst du ihn? So wird das gemacht. Ich weiß, dass du da bist. Gefechtsteams auf Deck 8 zur sekundären Verteidigungsstellung zurückziehen. Zu ihm? Dort ist es! Mist! Bilde mir Vorsicht ein! Gebt mir Feuerschutz! Lektion beendet! An alle, hier spricht der Captain. Bereit machen zum Verlassen des Schiffs. Kampfteams, Eindringlinge aufhalten, bis das Kommandopersonal weg ist. Die Rettungskapseln starten. Beeilung! Achtung, Sprengchen werden geschossen. Sie verstehen die Rettungskapseln. Sie wollen wirklich nicht, dass wir es auf den Ring schaffen. Restliche Crew und Kommandopersonal sofort in die Rettungskapseln. Rückzug zu den EWAC-Stationen. Kampfteam Sierra bis Victor, bereithalten für Evakuierung. Yay! Schnell an Bord, bevor sie starten. Oh nein, oh nein! Genau der richtige Zeitpunkt abzuhauen. Hau rein. Aye, aye, Sir. Abdocken okay, geh auf minimalen Sicherheitsabstand. Wir schaffen es doch, Sir! Ich will hier draußen nicht sterben! Seht! Was ist das, Lieutenant? Keine Ahnung, aber da landen wir. Die Autumn, sie ist getroffen! Ich wusste es. Die Autumn beschleunigt. Kies fliegt manuell. Festhalten, wir sind da. 5 Sekunden bis zum Atmosphäreneintritt. Wollen Sie sich nicht lieber setzen? Chief, hören Sie mich?
Endlich! Sind Sie okay? Können Sie sich bewegen? Die anderen. Der Aufprall. Wir können nichts mehr tun. Achtung! Ich habe mehrere anfliegende Landungsschiffe der Allianz geortet. Wir sollten uns in diese Hügel dort zurückziehen. Wenn wir Glück haben, glauben die, dass wir alle beim Aufprall gestorben sind. Alarm! Landungsschiff der Allianz nähert sich. Sie suchen sicher nach Überlebenden. Ich schlage sofortiges Absetzen vor. Ich erfasse den Signalsender einer Rettungskapsel hinter dem Hügel. Vielleicht gibt's Überlebende. Nett, dass Sie vorbeischauen. Es sieht mies aus, Sir. Wir sind überall im Tal verstreut. Wir hatten ein EWAC-Schiff angefordert. Bis Sie gekommen sind, dachte ich, dass man uns abgeschrieben hat. Keine Sorge, Sergeant. Wir bleiben hier, bis das EWAC-Schiff kommt. Aufpassen! Einem Anflug befindliches Landungsschiff der Allianz hier drüben. Ich hol sie mir! Bin unterwegs. Ah. Mir entkommst du nicht. Charlie, wir empfangen Sie laut und deutlich. Sind Sie das, Frau Hammer? Roger, Feuerteam Charlie. Schön von Ihnen zu hören. Könnten Sie uns mitnehmen? Ich hoffe, Sie haben nicht allzu viel zu tun. Wir müssen Überlebende zur Kommandofähre transportieren. Bin schon unterwegs. Noch mehr Rettungskapseln. Sie sind im schnellen Anflug. Wenn diese Rettungsschiffe heil runterkommen, sitzt Ihnen die Allianz im Nacken. Frau Hammer, wir brauchen Ihren Warthog. Der Master Chief und ich wollen versuchen, ein paar Soldaten das Leben zu retten. Roger, Cortana. Okay, Charlie-Team. Warthog bereit. Auf geht's. Macht ihn die Hölle heiß. Roger, Frau Hammer. Suchen Sie nach Überlebenden und bringen Sie sie in Sicherheit. Verstanden. Echo 419 bleibt in Stellung. Frau Hammer, Ende. Der Master Chief und ich brauchen Unterstützung. Können Sie ein paar Männer entbehren? Alles klar. Diese
Diese Höhle ist kein natürliches Gebilde. Irgendjemand hat sie gebaut. Muss sie irgendwo hinführen. Wir haben hier Zugriff auf das Datennetz der Allianz. Wir übertragen taktische Daten auf unverschlüsselten Kanälen. Sollten Ihnen zeigen, mit wem Sie es zu tun haben. Master Chief, ich werde über das Transcom-System Ihres Anzugs Ihre Gespräche abhören. Sie sind überall! Los geht's! Eine Vorrichtung geben, um die Spalte zu überwinden. Suchen Sie nach einer Steuertafel oder einem Schalter. Über das Gefechtsnetz der Allianz kommen neue Meldungen. Viel mehr Crewmitglieder als erwartet sind aus der Autumn herausgekommen. Der Captain hat ihn wirklich die Hölle heiß gemacht. Wenn wir Captain Keyes und die anderen Überlebenden finden, können wir einen effektiven Widerstand organisieren. Ich hatte den da. Oh. Ah, das brennt! In den Bergen oberhalb des Komplexes halten sich Marines versteckt. Da, ein Mark 5. Sie schickt der Himmel schief. Es sieht nicht gut aus. Wir haben Verwundete. Rufe Landungsschiff, um sie rauszuholen. Noch mehr von denen! Hier kommst du nicht! Los geht's! Was zum... Dreck. Ja, Mann! Da ist noch einer! Ich hab sie! Ist das alles, was du drauf hast?
mich nichts auf! Hier drüben! Hilfe, Feuerschutz! Echo 419er Cortana, bitte kommen! Wir hören Sie, Echo 419. Wir haben Überlebende, die sofort ausgeflogen werden müssen. Roger, Cortana. Bin unterwegs. Ich habe noch weitere Rettungskapseln in Ihrem Gebiet entdeckt. Eines in der Nähe eines Geröllfelds. Und noch eine am Rand der Klippe. Schwer von hier oben was zu erkennen, aber ich glaube, da sind noch mehr Überlebende. Verstanden. Wir sind auf dem Weg. Mir kommst du nicht. Überlebende entdeckt. Zwischen den Felsen dort sind Marines versteckt. Ich hab sie! Ich bin dran! Sieht ihn irgendjemand? Schön, dich zu sehen, Mann! Am Ziel bleiben! Und los! Und meine Mami wollte immer, dass ich gehabt werde. Oh Mann, ich bin echt klasse! Weiter so! Echo 419er Cortana, V-Hammer ist in Position und bereit, weitere Leute rauszuholen. Verstanden, V-Hammer. Wir freuen uns schon auf Sie. Kommen Sie, sobald Sie bereit sind. Wir werden die letzte Kapsel suchen, Echo 419. Viel Glück. Achtung! Die letzten Meldungen besagen, dass die Allianz die Absturzstelle der Pillar of Autumn entdeckt und gesichert hat. Die gute Nachricht ist, dass der Captain noch lebt. Die schlechte Nachricht ist, dass die Allianz alle überlebenden Crewmitglieder gefangen genommen hat. Lassen Sie uns die letzte Rettungskapsel finden, um mit den Überlebenden Kontakt aufzunehmen. Rettungskapsel erfasst. Keine Spur von Überlebenden. Was für eine Schweinerei! Die Waffenschränke wurden wohl aufgebrochen. Hier ist alles voller Waffen und Ausrüstung. Aber wo sind die Leichen? Willst du mehr? Guter Schuss! Hier drüben! Gib mir einen Zielwinkel! Davon gibt's noch mehr! Weiter so! Einer. Sowas gibt's umsonst. Ausgezeichnet. Vielleicht haben sie da drin Schutz gesucht. Sehen wir mal nach. Sie sind überall. Los geht's. Ha. Oh Mann, mir kommst du nicht. Ich bin dran! Jeder Schuss zählt! Oh. Weiter so! Bevor wir gehen, sollten wir diese Komplexe durchsuchen. Nichts wie weg! Ja.
ist es! Habe Evac-Schiff angefordert. Roger. Marines, sammeln zur Evac! Und zwar pronto! Davon gibt's noch mehr! Ich hol sie! Ja, Mann! Ich geb dir Deckung! Neue Daten aus dem Netz der Allianz. Ich habe Captain Keyes gefunden. Er ist auf einem Kreuzer der Truth and Reconciliation. Den habe ich zusammengeschossen, bevor wir von der Autumn runter sind. Die Truth and Reconciliation ist auf einem Wüstenplateau etwa 300 Kilometer von hier gelandet. Da ist unser Taxi. Rein da und weg hier. Willkommen an Bord, Master Chief. Bereit für Abtransport. Rock'n'Roll! Auf geht's, Lieutenant. Und dann brauchen wir Ihre Hilfe bei einem Rettungseinsatz. Der Feind hat Captain Keyes gefangen genommen und hält ihn auf einem seiner Kreuzer, der Truth and Reconciliation, fest. Das Schiff befindet sich zurzeit in ca. 300 Meter Höhe auf der anderen Seite dieses Plateaus. Und wie sollen wir in das Schiff reinkommen, wenn es in der Luft ist? In der Waffenkammer habe ich ein Gewehr bekommen und keine Flügel. Es gibt einen Gravitationslift, mit dem Truppen und Nachschub transportiert werden. Der ist unsere Eintrittskarte. Sobald wir im Schiff sind, müsste ich das Signal der Neuralimplantate von Captain Keyes orten können. Tempo Marines! Los, los, los! Das Corvette hat uns nicht nach Zeit! Steigen Sie auf den Hügel dort rechts. Dort können wir die Stellung der Allianz ausspähen, ohne entdeckt zu werden. Ich habe in der Nähe des nächsten Passes Geschütze der Allianz entdeckt. Schlage vor, dass Sie mit dem Scharfschützengewehr die Schützen dort ausschalten, während ich Marines anfordere. Bereit machen. Sie werden vorrücken und uns unterstützen, Sergeant. Der Master Chief wird aus der Entfernung möglichst viele von denen ausschalten. Nicht schießen, bevor der Feind unser Feuer erwidert. Dadurch haben wir das Überraschungsmoment. Team Charlie. Der Chief hat die linke Flanke abgedeckt. Schlage vor, dass sie in der Mitte vorrücken. Alarm. Landungsschiffe der Allianz im Anflug. Thank you.
ist im Anflug. Mann, immer kommt was dazwischen. Und los! Ha! Oh Mann! Echo 419. Wir haben den Lift erreicht und warten auf Verstärkung. Verstanden, Cortana. Durchhalten, Leute. Warhammer Ende. Sobald wir drin sind, kann ich nach dem Neural-Interface des Captains suchen. Er wird vermutlich im oder beim Gefangenentrakt des Schiffs sein, was unsere Suche erleichtert. Echo 419 im Anflug. Landezone sichern. Den CNI-Transponder des Captains. Bisher keine Verteidiger. Was? Keine Allianztruppen? Sind die etwa alle picknicken gegangen? Oh. Ah, das sind Kontakte! Jede Menge Kontakte! Keine Allianztruppen! Es musste ja beschrieben werden! Weiter so! Wir könnten versuchen, über die Seitengänge weiterzukommen. Da geben wir leichte Ziele ab. Wir können diese Position halten, wenn Sie eine Möglichkeit finden, die Tür von der anderen Seite zu öffnen, Chief. Chief, vielleicht kann ich diese Tür irgendwie öffnen. Warten Sie. Dort unten ist die verschlossene Tür. Die Marines warten auf der anderen Seite. Irgendwo in diesem Raum muss die Türsteuerung sein. Schreien Sie, wenn Sie etwas sehen! Hey, wohin sollen wir jetzt? Alle Türen dieser Ebene sind verschlossen! Warten Sie! Ich greife auf das Gefechtsnetz der Allianz zu und suche einen Umgehungscode zum Türöffnen. Beeilen Sie sich besser, Cortana! Wir können Sie nicht den ganzen Tag aufhalten! Ich arbeite daran! Ich bin gespannt, wie du einen mit 128.000 Bit verschlüsselten Code knacken willst. Geschafft. Die Tür ist offen. Alle müssen durch. Ich kann nicht versprechen, dass sie wieder aufgeht, wenn sie erst wieder zu ist.
Wir müssen im Gefangenentrakt sein. Sieht mir nach Zellen aus. Wahrscheinlich gibt es mehrere Trakte mit Zellen. Der Captain muss in einem von ihnen sein. Wir müssen weitersuchen. Hierher zu kommen war leichtsinnig. Sie beide sollten das besser wissen. Danke. Marines, Waffen laden und sichern. Marschbereitschaft herstellen. Ja, okay, Sir. Während die Allianz uns hier festgehalten hat, habe ich mitbekommen, wie sich die Wachen über die Ringwelt unterhalten haben. Sie nennen sie Halo. Einen Moment, Sir. Schalte mich in das Netz der Allianz ein. Laut der Daten in ihren Netzen ist der Ring von großer religiöser Bedeutung. Wenn ich das richtig verstehe, halten sie Halo für eine Waffe von unvorstellbarer Kraft. Dann ist es wahr. Sie haben dauernd gesagt, dass der, der über Halo herrscht, das Schicksal des Universums in den Händen hat. Jetzt verstehe ich. Ich habe zahlreiche Meldungen abgefangen, nach denen ein Team der Allianz nach einem Kontrollraum sucht. Ich dachte, sie seien auf der Suche nach der Brücke eines Kreuzers, den ich während der Schlacht über dem Ring beschädigt hatte. Aber sie sind auf der Suche nach der Zentrale von Halo. Das sind schlechte Nachrichten. Wenn Halo eine Waffe ist und die Allianz sie unter ihre Kontrolle bringt, werden sie mit ihr die Menschheit auslöschen. Chief, Cortana, ich habe einen neuen Auftrag für Sie. Wir müssen vor der Allianz den Kontrollraum von Halo erreichen. Marines, gehen wir. Ja, Sir. Okay, Sir. Chief, Sie führen. Wir sollten zurück zum Hangar und ein EWAC anfordern. Gefällt dir das? Weiter so! Geschafft! Cortana an Echo 419. Wir haben den Captain und müssen sofort hier raus. Negativ, Cortana. Ich werde von Lufteinheiten der Allianz angegriffen. Kann sie mir kaum vom Leib halten. Besser, sie suchen sich selbst ein Schiff, das sie mitnimmt. Tut mir leid. Verstanden, Fohammer. Cortana, Ende. Luftunterstützung ist abgeschnitten, Captain. Wir müssen hier aushalten, bis sie kommt. Oh Mann, wir sitzen in der Falle, oder? Wir sind geliefert, Mann! Reißen Sie sich zusammen, Sie sind ein Marine. Cortana, wenn Sie und der Chief uns in eines der Landungsschiffe der Allianz kriegen, kann ich uns hier rausfliegen. Ja, Captain. Da, ein Landungsschiff der Allianz, das noch angedockt ist. Gehen wir an Bord. Brauche noch einen Moment, die Verbindung zur Schiffssteuerung herzustellen. Ach was, nicht nötig. Diesen Vogel fliege ich selbst. Captain, Jäger! Festhalten! Sehr nett, Sir! Zeit, ein paar Rechnungen zu begleichen.
Allianz glaubt, dass ihr schweigender Kartograf irgendwo unter der Insel ist. Der Kartograf ist ein Kartenraum, der uns zum Kontrollzentrum von Halo führt. Auf der Insel sind mehrere Komplexe und Anlagen. In einem befindet sich der Kartenraum. Okay, also vorwärts. Suchen wir den Kartenraum. Dort finden wir hoffentlich die Lage des Kontrollraums. Der schweigende Kartograf ist irgendwo in der Anlage. Das ist ein Begrüßungskomitee für uns, Sir. Hat sich ziemlich gut eingegraben. Kommt schon! Gibt alles. Der Kartograf muss also hier sein. Meine Analyse weist darauf hin, dass sich der Kartenraum im Untergeschoss dieser Anlage befindet. Gehen wir weiter rein. Sie dürfen die Tür nicht schließen. Interessant. Ich hätte nicht gedacht, dass die Allianz die Subsysteme von Halo so gut kennt. Sie haben die Türen verriegelt und wir haben nicht genug Feuerkraft, um durchzukommen. Cortana an Keith. Sprechen Sie, Cortana. Haben Sie das Kontrollzentrum gefunden? Negativ, Captain. Die Allianz-Truppen hindern uns am Vormarsch. Wir können nicht weiter, solange das Sicherheitssystem der Anlage nicht deaktiviert ist. Verstanden. Wir sind noch immer auf dem Weg zum Ziel. Möglich, dass wir dort keinen Funkkontakt mehr haben. Hier sind Ihre Befehle. Nutzen Sie alle Mittel, um in die Anlage einzudringen und finden Sie Halos Kontrollzentrum. Wir müssen zum Zentrum, und zwar vor der Allianz. Ein Fehlschlag ist nicht akzeptabel. Echo 419 an Bodenteams. Ich bleibe in Stellung und behalte die Allianzler im Auge. Zweiter Trupp, abmarschbereit, sobald alle oben sind. LZ sieht sicher aus, Sir. Keinerlei Aktivität. Viel Glück, Leute. Keith, Ende.
Wir müssen die Sicherheitsüberbrückung finden, um diese Tür zu öffnen. Scheint so, als ob es einen Pfad zum Inneren der Insel gibt. Gib mir den Zielwinkel! Und los! Dafür geht dir das Lachen, was? Lass was für die anderen übrig! Schön dranbleiben! Konsole das Sicherheitssystem runterfahren. Jetzt müsste sich die Tür öffnen lassen, die zum Hauptschacht führt. Bravo 22 sollte uns ein paar schwere Waffen bringen. Da wir es mit Jägern zu tun bekommen, dachte ich, sie könnten sie gut gebrauchen. Gehen wir den Strand ab. Halten Sie nach Frachtausschau, die wir bergen können. Oh, Hammer,
Feind bei Kontakt sofort angreifen. Es ist leichter, sie vom Innern des Komplexes heraus aufzuhalten. Können Sie rein? Negativ! Sie kommen zu schnell näher! Negativ! Chief, Sie müssen den Kartografen finden. Wir werden Sie so lange wie möglich beschäftigen. Macht ihn die Hölle heiß, Marines. Wenn wir hier nicht raus sind, bevor Verstärkung kommt, wird's hier sehr eng. Suchen wir diese Karte. Da, die Holokonsole müsste die Karte aktivieren. Analyse. Halos Kontrollzentrum ist hier. Wenn ich die Daten richtig interpretiere, ist dieser Komplex eine Art Tempel oder Schrein. Interessant. Eine derart wichtige Einrichtung wird man wohl kaum in einem Schrein unterbringen. Cortana an Captain Keyes. Die Verbindung mit dem Captain ist weg, Cortana. Sein Schiff ist wohl außer Reichweite oder hat technische Probleme. Versuchen Sie es weiter. Melden Sie mir, wenn der Kontakt wieder da ist und teilen Sie ihm mit, dass der Master Chief und ich die Lage des Kontrollzentrums festgestellt haben. Wir werden uns so bald wie möglich dorthin begeben. Verstanden. Vorhammer, Ende. Cortana an Echo 419. Der Chief und ich sind oben. Holen Sie uns ab. Roger, bin unterwegs. Interessant. Die Witterung sieht natürlich aus, nicht künstlich. Ob das Umweltsystem des Rings nicht richtig funktioniert? Oder ob die Konstrukteure das miserable Wetter beabsichtigt haben? Hier ist Feuerteam Zulu. Wir brauchen dringend Unterstützung, egal woher. Hört mich jemand? Ende! Dass in diesem Teil des Rings noch menschliche Streitkräfte sind? Cortana an Feuerteam Zulu, ich höre Sie. Feuerteam Zulu, hier Cortana. Position halten, wir sind auf dem Weg. Roger, beeilen Sie sich! We'll be right back.
warten. Oh ja! Yeah. Der ist platt. Ich hab sie. Gib mir Feuerschutz. Das war's doch nicht. Oh ja. Yeah. Haut rein. Und los, Mann. Los geht's. Feindliche Mörserpanzer bei meiner Position gesichtet. Sieht nach einem langen Tag aus. Am Tunneleingang stehen Panzer der Allianz zu verteidigen. Und los! Sieht aus, als wäre deren Panzerung doch nicht unzerstörbar. Und jetzt mischen wir den Rest auf. Nochmal umlegen kann. Ich dachte, die Allianz hätte alle Marines in dieser Gegend eliminiert. In der Falle.
sich die Allianz auf diesen Bergen verschanzt. Wir sind komplett umringt. Wir müssen auf diese Hügelkette kommen. Marines, Stellung halten. Wir kümmern uns um die Geschütze. Master Chief, wir müssen die Hügelkette rauf bis unterhalb dieser Geschütze. Verstanden, Position gehalten. Einfangen. Analyse. Das ist auf Kontrolle. Raffiniert. Der Eingang befindet sich an der Spitze dieser Pyramide. Wenn Sie mich darauf schaffen, dürften wir reinkommen. Das Kontrollzentrum befindet sich auf der Spitze der Pyramide, also hoch. Wir sollten uns einen dieser Goldschlüssel machen, die wir nicht mehr brauchen.
Kontrollzentrum. Probieren Sie dieses Terminal. Alles okay? War nie besser. Diese Masse Informationen können Sie sich gar nicht vorstellen. So viel Wissen, so schnell. Fantastisch. Was für eine Waffe ist es denn? Wovon sprechen Sie? Konzentration. Halo. Wie setzen wir Halo gegen die Allianz ein? Dieser Ring ist kein Knüppel, Sie Barbar. Er ist was ganz anderes. Viel bedeutender. Die Allianz hatte recht. Dieser Ring, die Blutsväter. Datenzugriff. Ja, die Blutsväter haben diesen Ort gebaut, den sie Festungswelt nannten, um... Moment, das kann doch nicht sein. Oh, Narren, Sie müssen es gewusst haben. Sicher gab es Zeichen. Langsam. Ich komme nicht mit. Die Allianz hat etwas gefunden. In diesem Ring. Etwas Furchtbares. Und es macht ihnen Angst. In diesem Ring? Wo? Der Captain. Wir müssen ihn aufhalten. Jeez, was sollen wir? Das Waffenlager, das er sucht, ist nicht... Er darf auf keinen Fall da rein. Ich verstehe nicht. Keine Zeit. Los, finden Sie Keys, halten Sie ihn auf. Bevor es zu spät ist.
Warum müssen wir uns dauernd diesen alten Kram anhören, Sarge? Weil dieser Kram ihre Geschichte ist. Er soll euch Ledernacken daran erinnern, wofür wir den Kopf hinhalten. Also, wenn die Allianz diesen Teil meiner Geschichte auslöscht, ist's mir nur recht. Ja, besser das als uns. Bieten Sie es Ihnen nächstes Mal an, Vicenti. Die werden Ihnen sicher gern helfen. Herr Chen sieht gut aus. Die bringen uns runter. Los, los, los! Dranbleiben, Jenkins! Mendoza, Bewegung! Warten Sie auf den Captain und seinen Trupp und dann rein. Sir! Okay, gehen wir! Das ist doch irre! Sehen Sie sich das an! Irgendetwas hat ihn aufgerissen und die Innereien zerfetzt. Was ist das? Plasmatreffer? Möglich, keine Ahnung, ein Unfall. Von den eigenen Jungs aus Versehen erschossen. Was gibt's, Sergeant? Sieht wie eine Patrouille aus. Knallharte Eliteeinheit. Alle tot. Reizend. Freunde von Ihnen? Das wüsste ich. Fein. Machen wir diese Tür auf. Ich versuch's, Sir. Sieht so aus, als hätte die Allianz sie ziemlich gut verriegelt. Ausführung. Ja, Sir. Ich hab so ein mieses Gefühl. Sie haben nie ein gutes Gefühl bei etwas. Sergeant, hörte mich! Was geht hier vor, Soldat? Wir haben Sensorkontakte, jede Menge. Aber die sind nicht von der Allianz. Die machen uns platt. Nein, nein! Corporal, hören Sie mich? Mendoza, sehen Sie zu, dass Sie zum zweiten Trupp kommen. Finden Sie raus, was hier los ist. Aber... Keine Widerrede, Soldat. Ich habe einen Befehl erteilt. Hören Sie, Sarge. Was ist das? Wo kommt das her, Von Mendoza? Überall. Es ist... Da! Schaut! Ruhig bleiben! Das ruhig weg. Bleiben! Salz ihn! Sergeant, wir sind umzingelt. Verdammt, Jenkins! Feuern Sie endlich! Es sind zu viele, Sarge! Versuchen Sie das nicht, Mary! Das ist Wahnsinn! Kommen Sie zurück! Das ist ein Befehl! Jenkins!
Elefanten. Was geht da unten vor? Ich empfange überall Bewegungen. Sir, Gott sei Dank sind Sie da. Wir irren schon seit Stunden hier herum. Als wir den Kontakt zum Rest verloren hatten, gingen wir Richtung Treffpunkt und dann haben uns diese Dinger überfallen. Wir müssen hier raus. Ein paar hundert Meter von Ihrer Position ist ein Turm. Versuchen Sie, aus dem Nebel und dem Blätterdach zu kommen. Dann kann ich runter und Sie aufsammeln. Der Illuminat von Einrichtung 04-343 Guilty's Park. Jemand hat die Flak freigesetzt. Ich soll dafür sorgen, dass Sie innerhalb dieser Einrichtung bleiben. Ich benötige Ihre Hilfe. Bitte hier entlang. Mitnehmen, bevor wir die Einrichtung aktivieren können. Dass die andere Spezies, die sich zurzeit in der Einrichtung aufhält, für die Freisetzung der Flat verantwortlich ist. Sie versucht hartnäckig in Sperrgebiete einzudringen.
Schranke um den Index wird deaktiviert, sobald wir das Erdgeschoss erreichen. Sie haben jetzt Zugriff auf den Index. Indexwert des Transports an mich. Organische Lebensformen sind für Infektionen anfällig. Der Index darf nicht in die Hände der Flat gelangen, bevor wir den Kontrollraum erreichen und die Einrichtung aktivieren. Die Flat breiten sich aus, also Tempo! Ist jeder Organismus, der genug Masse und kognitive Fähigkeiten hat, ein potenzieller Überträger? Stimmt etwas nicht? Nein, nein. Gut, wollen wir? Leider hat sich meine Nützlichkeit nun erschöpft. Das Protokoll gestattet es Einheiten meiner Klasse nicht, eine so wichtige Aufgabe wie die Vereinigung des Index mit dem Kern auszuführen. Dieser letzte Schritt ist der Ihre, Reclaimer. Merkwürdig, das ist sehr unerwartet. Ach, wirklich? Cortana. Ich war die letzten 12 Stunden hier drin und habe zugesehen, wie Sie diesem Ding helfen, unser Grab zu schaufeln. Er ist ein Freund. Oh, das war mir nicht klar. Ein Kumpel. Sehr schön. Ist Ihnen klar, wozu er Sie beinahe gebracht hätte? Ja. Zum Aktivieren von Halo und Vernichten der Flut. Dazu haben wir den Index in den Kontrollraum gebracht. Im Ernst? Eine künstliche Intelligenz im Kern? Das ist völlig inakzeptabel. Klappe halten! Wie unverschämt! Ich werde sie löschen! Vielleicht keine gute Idee. Wie können Sie es wagen? Wagen? Ich habe den Index. Und jetzt zieh Leine. Genug! Die Flut breitet sich aus. Wenn wir Halo aktivieren, löschen wir sie aus. Sie wissen nicht, was der Ring tut, stimmt's? Wozu er gebaut wurde. Halo tötet nicht die Flood, sondern ihre Nahrung. Menschen, Allianz, alles. Wir sind alle essbar. Die Flood stoppen nur, wenn sie keine Nahrung haben. Und genau dafür sorgt Halo. Die Auslöschung allen empfindungsfähigen Lebens. Fragen Sie ihn. Los! Stimmt das? Ungefähr. Technisch gesehen hat der Impuls einen Wirkungsradius von 25.000 Lichtjahren. Da die anderen folgen, gibt es in der Galaxis kein Leben mehr. Zumindest kein Leben mit genügend Biomasse, um die Flut zu ernähren. Aber das war Ihnen ja klar. Oder etwa nicht? Da fehlte wohl ein Detail. Wir haben die Eindämmungsvorschriften genauestens befolgt. Sie haben mich bei jedem Schritt durch diese Krise begleitet. Chief, ich orte Bewegungen. Warum zögern Sie? Sie haben es doch schon getan. Wir müssen weg. Sofort. Letztes Mal fragten Sie mich, was würde ich an Ihrer Stelle tun, wenn ich die Wahl hätte? Meine Antwort lautet nach wie vor, es gibt keine Wahl. Wir müssen den Ring aktivieren. Wir müssen weg. Wenn Sie nicht helfen, suche ich mir einen anderen. Ich benötige den Index. Geben Sie mir die künstliche Intelligenz oder ich muss sie mir nehmen. Kommt nicht in Frage. So sei es. Kopf aufbewahren, Rest beseitigen. Achtung!
Illuminat darf Halo nicht aktivieren. Wir müssen ihn stoppen. Wir müssen Halo zerstören. Nach Analyse der verfügbaren Daten glaube ich, dass die beste Vorgehensweise etwas riskant ist. Eine ausreichend starke Explosion wird den Ring destabilisieren und ein paar Primärsysteme lahmlegen. Doch die Detonation muss auf jeden Fall stark genug sein. Es dürfte ausreichen, wenn die Fusionsreaktoren eines Sternschiffes den kritischen Zustand erreichen. Ich werde prüfen, was vom Gefechtsnetz der Allianz noch übrig ist. Mal sehen, ob ich die Absturzstelle der Pillar of Autumn ausmachen kann. Wenn die Fusionsreaktoren des Schiffs noch brauchbar sind, können wir sie benutzen, um Halo zu zerstören. Stelle noch nicht geordnet. Aber wir müssen Zeit gewinnen für den Fall, dass der Illuminat oder seine Wächter es schaffen, Halos ultimative Waffe ohne den Index zu aktivieren. Die Anlagen in diesen Schluchten sind Halos primäre Feuermechanismen. Sie bestehen aus drei Phasenpulsgeneratoren, die Halos Signal verstärken, damit es tief in den Weltraum geschossen werden kann. Der Energiepegel ist enorm. Es würde Ewigkeiten dauern, die Reichweite des Impulses zu berechnen. Wenn wir diese Generatoren beschädigen oder zerstören, muss der Illuminat sie reparieren, bevor Halo benutzt werden kann. Das gibt uns Zeit. Ich markiere den Standort des nächsten Generators mit einem NAV-Punkt. Wir müssen das Gerät unbrauchbar machen. Warten Sie, wir sollten eine dieser Banshees nehmen, sonst schaffen wir es nicht rechtzeitig zum Impulsgenerator. Los geht's. Der Nachtpunkt stellt unser Ziel dar. Kern ist ein Signalverstärker und den müssen wir abschalten. Wir müssen den Energiestrom des Generators unterbrechen. Ich habe Ihr Schildsystem so eingestellt, dass es einen so heftigen EM-Puls abgibt, dass der Generator lahmgelegt wird. Dazu müssen Sie in den Strahl hineinlaufen. Der Impuls... Missionsziel erreicht. Der Impulsgenerator wurde überladen. Der zweite Generator befindet sich in der nächsten Schlucht. Ich markiere das Ziel mit einem NAV-Punkt, wenn wir näher dran sind.
Das war's. Der Generator ist überlastet. Jetzt noch den letzten. Ich habe die Pille auf Autumn geortet. Sie ist 1200 Kilometer entfernt runtergekommen. Laut den Anzeigen sind ihre Fusionsreaktoren noch aktiv. Die Pille auf Autumn ist mit Sicherungssystemen ausgestattet, die auch ich nur mit Genehmigung des Captains umgehen kann. Wir müssen ihn finden oder seine Neuralimplantate, um die Sprengung des Kerns einzuleiten. Einer fehlt noch. Nehmen wir uns den letzten Generator vor. Ziel neutralisiert, nichts wie weg hier. Nichts wie ins Taxi und zum Captain. Nein, das dauert zu lang. Haben Sie eine bessere Idee? Es gibt doch das Teleporternetz. Mit ihm bewegt sich der Illuminat so schnell voran. Im Kontrollzentrum habe ich gesehen, wie man reinkommt. Leider verbraucht jeder Sprung ein beträchtliches Maß an Energie. Irgendwas sagt mir, dass mir das nicht gefallen wird. Aber ich bin sicher, dass ich sie ohne zu große Schäden aus ihrem Anzug kriege. Es muss beim ersten Versuch klappen. Los. Das Netz der Allianz ist ein einziges Chaos. Wenn ich richtig verstehe, hat ihre Führung allen Schiffen befohlen, Halo zu verlassen, als die Flood entdeckt wurden. Aber es war zu spät. Die Flood haben den Kreuzer überrollt und außer Gefecht gesetzt. Man fürchtet jetzt, dass sie das Schiff reparieren, um Halo zu verlassen. Sie haben ein Team geschickt, um die Flood zu neutralisieren und das Schiff zum Start fertig zu machen. Ich kann Captain Keys Signal jetzt klar empfangen. Er lebt und die Implantate sind intakt. Die Funkverbindung wird durch den Schaden am Reaktor des Kreuzers gestört. Ich bringe uns näher ran. Die Koordinaten müssen... Oh, sorry. Chief, begehen Sie keine Dummheit. Lassen Sie mich. Captain? Captain! Ich habe ihn verloren. Thank you.
Der Absturz hat mehr Schaden angerichtet, als ich dachte. Analyse. Erheblicher Kühlmittelaustritt. Die Reaktoren haben wahrscheinlich schon den kritischen Zustand erreicht. Energiequelle geortet. Trotz der Gravitationslift. Er funktioniert noch. Damit kommen wir wieder rein. Dürfen wir in die Steuerzentrale des Schiffs gelangen. Das Netz der Allianz ist ein Chaos. Ich kann nicht auf die Pläne des Schiffs zugreifen. Laut meinen Aufzeichnungen müsste sich hier ein Hangar befinden. In den Ecken sehen Sie. Die Flut sammelt dort Körper. Aus wie ein zweiter Hangar. Von der dritten Ebene aus müssten wir in die Steuerzentrale gelangen. Ich habe Ihnen einen Befehl erteilt. Hauen Sie ab! Er ist im Delirium, er leidet. Wir müssen ihn finden. Wir werden schwächer, Chief, schneller.
keine menschlichen Lebenszeichen. Der Captain ist einer von ihnen. Die Flair dürfen sich nicht ausbreiten. Sie wissen, was er erwarten würde. Was er verlangen würde. Fertig. Ich habe den Code. Wir sollten gehen. Wir müssen zurück zu Atem. Gehen wir zum Hangar, damit wir hier wegkommen. Perfekt. Schnappen Sie sich eine der Bälle, damit wir zurück zur Killer auf Atem kommen. Das war Absicht, stimmt's? Wir müssen zur Brücke. Von dort aus können wir die Implantate des Captains benutzen, um die Überlastung des Antriebs einzuleiten. Die Explosion dürfte dann genügend darunterliegende Systeme beschädigen, um den Ring zu zerstören. Geschafft, an die Arbeit. Terminal befindet sich neben dem Hauptschirm. Ich bin ein paar Tage weg und was passiert? Es wird nicht lange dauern. Da, es dürfte uns genug Zeit geben, eine Rettungskapsel zu erreichen und etwas Abstand zur Halo zu gewinnen, bevor es knallt. Kommt leider nicht in Frage. Mist. Lächerlich, die künstliche Intelligenz eines Kriegsschiffs mit so viel Wissen auszustatten. Haben Sie denn keine Angst, dass man Sie anzapft oder zerstört? Er ist in meinen Daten. Lokaler Zugriff. Können Sie sich vorstellen, wie aufregend das ist? Die ganze verlorene Zeit in menschlicher Geschichte.
ich werde jeden Moment der Kategorisierung auskosten. Der Gedanke, Sie könnten die Einrichtung und diese Aufzeichnung vernichten, erschüttert mich. Er hat die Selbstzerstörung abgebrochen. Warum bekämpfen Sie uns, Reclaimer? Sie können gar nicht gewinnen. Geben Sie uns die künstliche Intelligenz und ich werde versuchen, Ihren Tod relativ schmerzlos zu gestalten. Wenigstens habe ich noch die Com-Channels. Wo ist er? Ich habe Zugriffe überall im Schiff. Wahrscheinlich Wächter. Der Illuminat ist im Maschinenraum. Er versucht sicher, den Kern abzuschalten. Selbst wenn ich den Countdown neu starten könnte, was soll ich tun? Wie viel Feuerkraft brauchen Sie, um einen dieser Schilde zu sprengen? Nicht viel. Eine gut platzierte Granate reicht. Gut, ich komme mit. Chief, Wächter! Maschinenraum, wir sind da. Alarm! Der Illuminat hat alle Kommandoschnittstellen deaktiviert. Wir können den Countdown nicht wieder starten. Unsere einzige Chance ist die Sprengung der Fusionsreaktoren. Das sollte reichen, um Halo zu zerstören. Keine Sorge, ich habe Zugriff auf sämtliche Reaktorpläne und Abläufe. Vertrauen Sie mir. Zuerst müssen wir die Entladekupplung zurückziehen. Dadurch wird ein Schacht geöffnet, der zum primären Fusionsantriebskern führt. Zugang zu einem der vier Fusionsreaktoren haben. Wir brauchen eine katalytische Explosion, um das magnetische Eindämmungsfeld um die Fusionszellen zu dichten. Thank you.
der momentanen Zerfallsrate haben wir 15 Minuten Zeit, um das Schiff zu verlassen. Wir müssen nach draußen und EWAC anfordern. Zugriff auf Plan. Über dem Maschinenraum ist ein Versorgungslift. Er führt zu einem Versorgungsgang der Klasse 7, der an der tragenden Struktur des Schiffs entlang verläuft. Schnell! Beschädigt, als wir dachten. Analyse. Noch 6 Minuten bis zur Detonation. Wir müssen sofort evakuieren. Aktiviere Countdown-Timer. Explosion bei 0. Die Detonation erzeugt Temperaturen von beinahe 100 Millionen Grad. Wir sollten weit weg sein, wenn es soweit ist. An der V-Hammer uns rausholt. Position halten. Cortana an Echo 419. Zwei Banshees nähern sich von 6 Uhr. Ausweichen! Ausweichen! Bin getroffen! Mayday! Echo 419! Sie ist tot. Berechne alternativen Fluchtweg. Laut Wortinventar ist noch immer ein Longsword-Fighter in Startsilo 7 gedockt. Vielleicht haben wir eine Chance. We'll be right back.
Sie sie ab, wir brauchen sie später. Aber schicker. Scan läuft. Negativ. Wir sind die Letzten. Wir haben das Richtige getan. Für die Erde. Eine Armada der Allianz. Ausgelöscht. Die Flood. Wir hatten keine Wahl. Halo. Das war's. Nein. Ich glaube, es geht erst los.